Hallo, hier Teil 2 unseres Videos Autokauf von Privat von einem Händler. Bevor wir ins Video einsteigen, im Vorfeld zwei wichtige Anmerkungen. Erstens, die Informationen, die ich Ihnen hier gebe, sind die wichtigsten zu dem Thema. Es gibt allerdings noch viele Detailfragen, die wir hier im Einzelnen nicht durchgehen können. Mir ist wichtig, Ihnen zu vermitteln, was sind Ihre grundlegenden Ansprüche und wie ist vorzugehen. Punkt 2. Wenn Sie in solch einer Lage sind, dass Sie ein Auto von einem Händler gekauft haben und es gibt Schwierigkeiten, sollten Sie in jedem Fall anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Hier ist ein Profi gefragt. Ansonsten werden Sie in der Praxis nicht sehr weit kommen. Hier und heute sind wir bei dem Punkt angelangt, dass wir sagen, okay, als Verbraucher, der ein Auto von einem Händler gekauft hat, bin ich jetzt berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und heute besprechen wir, was passiert, wenn ich entweder den Rücktritt erkläre oder aber von dem Händler eine Ersatzlieferung verlange. Generell komme ich zu diesem Rücktrittsrecht entweder, wenn die Nachbesserung, die ich verlangt habe, bei einem behebbaren Mangel fehlgeschlagen ist oder der Händler diese Nachbesserung abgelehnt hat oder wenn es sich um einen unbehebbaren Mangel gehandelt hat. Klassiker ist, ich kaufe ein Fahrzeug, das angeblich unfallfrei sein soll und es stellt sich nachher heraus, es hatte einen Unfallschaden, dann ist das ein unbehebbarer Mangel. Oder wenn in dem Kaufvertrag vereinbart worden ist, das Fahrzeug hatte 3 Vorbesitzer und tatsächlich waren es 4, 5, 6, 7, wie viel auch immer. Auch das ist dann ein unbehebbarer Mangel, der mich dann zum Rücktritt berechtigt. Rücktritt, Kaufvertrag, was heißt das? Grundsätzlich heißt das, der Käufer hat das Fahrzeug zurückzugeben. Der Verkäufer hat den Kaufpreis zurückzuzahlen und der Käufer muss sich einen Nutzungsersatz anrechnen lassen für die Zeit, in der er das Fahrzeug genutzt hat. Bei diesem Punkt Nutzungsersatz gibt es häufig Streitigkeiten mit dem Verkäufer, wie genau dieser Nutzungsersatz eigentlich zu berechnen ist. Die Formel, ich habe sie hier mal aufgeschrieben, die lautet: Bruttokaufpreis mal gefahrene Kilometer geteilt durch die voraussichtliche Restlaufleistung bei Gebrauchtfahrzeugen oder die voraussichtliche Gesamtlaufleistung bei neuen Fahrzeugen. Und der Knackpunkt oder der Streitpunkt ist in solchen Fällen immer die Frage der Gesamtlaufleistung, also die Frage, wie viel Kilometer hätte man denn mit diesem Fahrzeug, das jetzt zurückgeht, zurücklegen können? Um Ihnen die Sache zu erleichtern, haben wir einen Rückabwicklungsrechner auf unserer Internetseite integriert. Da können Sie selber ausrechnen, wie hoch denn dieser Nutzungsersatz in Ihrem konkreten Fall ist. Die Internetseite habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ps-verkehrsrecht.de. Unter Rückabwicklungsrechner finden Sie alles Weitere. Diese Frage der Gesamtlaufleistung ist abhängig von dem jeweiligen Fahrzeug. Das heißt, handelt es sich um einen Kleinwagen, wo man sagt, okay, die Gesamtlaufleistung ist 150.000 Kilometer, handelt es sich um ein Fahrzeug der Luxusklasse mit Dieselmotor, wo man vielleicht zum Ergebnis kommt, halt hier die Gesamtlaufleistung beträgt mindestens 350.000 Kilometer. Eine gängige Formel früher war, dass man gesagt hat, okay, als Nutzungsersatz hast du zu zahlen 0,67% vom Kaufpreis pro gefahrene 1000 Kilometer. Das galt vielleicht vor 10, 15 Jahren, denn diese 0,67% basieren auf einer Laufleistung von 150.000 Kilometer. Wenn man also davon ausgeht, mit dem Fahrzeug hätte man 150.000 Kilometer zurücklegen können, wäre man bei diesen 0,67%. Wenn man davon ausgeht, nein, das Fahrzeug
hätte mindestens 200.000 Kilometer durchgehalten, wäre man bei 0,5% und bei 300.000 Kilometer wäre man nur bei 0,33%. Daran sieht man schon, je höher die Laufleistung, desto weniger muss sich der Käufer anrechnen lassen. Bei Neufahrzeugen, die an den Verkäufer zurückgehen, besteht eine besondere Möglichkeit, die viele nicht kennen. Und zwar ist es da eigentlich sinnvoller, nicht vom Kaufvertrag zurückzutreten, sondern eine Ersatzlieferung zu verlangen. Das muss man auch immer im Einzelfall prüfen, ob das möglich ist. Aber wenn so ein Fahrzeug noch produziert wird, dann besteht durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht vom Kaufvertrag zurücktreten und mein Geld haben, sondern, lieber Händler, hier ist das mangelhafte Fahrzeug, ich hätte gerne ein Ersatzfahrzeug und zwar genau das identische. Der Vorteil bei dieser Ersatzlieferung besteht nämlich darin, dass ich mir dann diesen Nutzungsersatz, den ich gerade vorgestellt habe, eben nicht anrechnen lassen muss. Da hat der Gesetzgeber nämlich § 475 BGB geschaffen und da steht ausdrücklich drin, dass bei einer Ersatzlieferung kein Nutzungsersatz zu leisten ist. Mein Fazit für heute: Rückabwicklung Kfz-Kaufvertrag nur durch einen Profi vornehmen lassen. Ansonsten passieren Fehler, teure Fehler. Gesamtlaufleistung als Käufer möglichst hoch ansetzen. Je höher die Gesamtlaufleistung angesetzt wird, desto geringer der zu zahlende Nutzungsersatz. Bei Neufahrzeugen prüfen, ob eine Ersatzlieferung nicht besser ist als ein Rücktritt, weil bei einer Ersatzlieferung ich mir den Nutzungsersatz nicht anrechnen lassen muss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Matthias Preuß.